Die schnellen Eigenschaften sind im Prinzip die Short-Version vom Eigenschaftenfenster. Es gibt ja hier das Eigenschaftenfenster, das können Sie anschalten unter hier unter Ansicht. Dann hier, wo ist es jetzt hin? Hier Eigenschaften, können Sie quasi diese Palette einschalten. Ich habe die normalerweise dann meistens immer dauerhaft eingeschaltet, wenn ich einen großen Bildschirm habe. Und kann jetzt hier ein Element anklicken, sehe dann hier die Eigenschaften. Wenn ich mehrere Elemente anklicke, zum Beispiel so, dann kann ich jetzt hier filtern und sagen, okay, zeige mal die, hier zeigt er mir quasi zunächst alle gemeinsamen Eigenschaften an, die beide gleich haben. Und wenn ich jetzt hier auf den Pfeil gehe und das hier erweitere, dann kann ich mir so die Linieneigenschaften anzeigen oder die Eigenschaften vom Kreis. Ja, das kann man ein bisschen abkürzen, wenn Sie die Schnelleigenschaften aktivieren. Und jetzt gehe ich mal aufs Auswahl, klicke das jetzt hier an, dann zeigt er mir jetzt hier die Schnelleigenschaften an und kann jetzt hier halt, das sind so die wichtigsten, auch von hier aus jetzt ändern. Ja, das ist quasi diese Palette hier in einer abgekürzten Version. Man kann, glaube ich, hier kurz gucken, das auch einstellen. So, was habe ich jetzt hier gemacht? Ich glaube, das ist jetzt Quatsch. Sind wir zu weit gegangen. Ich glaube, hier können Sie es einstellen. Einstellen unter Schnelleigenschaften, genau. Und hier können Sie jetzt das andere Mal sich quasi, wo es ist, wie es dargestellt ist, wie der Abstand der Pixel, ist es immer an derselben Stelle und so weiter. Und ja, also wie gesagt, ich brauche das eigentlich seltenst. Wer will, kann damit arbeiten. Vielleicht für Anfänger nicht ganz so verwirrend wie das. Man sieht halt hier die wichtigsten Eigenschaften, aber bei weitem nicht alle. Also es ist ein bisschen, aber wie gesagt, ich kann es von hier aus hier in den Radius ändern. Ja, genauso können es aber auch von hier aus machen. Wo ist der Radius hier? Ja, was einem lieber ist, wie gesagt, ich verwende das eigentlich seltenst. Wichtig ist nochmal der Hinweis, wie gesagt, bei der rechten Maustaste auch so ein Hilfsmittel, dann können Sie mitunter hier sich die Sachen nochmal ein bisschen anpassen. Ja. Sofern sie jetzt anzupassen sind, ja, nicht alle sind, kann man anpassen, aber viele, ja, entweder hier direkt oder in den Optionen kann man, findet man auch nochmal gewisse Anpassungsmöglichkeiten für die Hilfsmittel.